Ja, hallo, ich bin der Teddy von der Charlie. Und ja, ich weiß auch nicht. Die hat gesagt, ich soll mal kurz die Stellung hier halten. Ich möchte das aber nicht. Charlie, komm wieder. Mach die Scheiße hier zu Ende. Los! Ja, nun gut, dann wollen wir mal weitermachen. Die Puppen hier sind alle weg. Es ist sehr schön. Gott sei Dank. Hier ist noch ein wunderschönes Gemälde mit Flecken. Hallo. Guten Tag. Keine Ahnung. Ich möchte nicht weitergehen. Ich möchte nicht weitergehen. Hallo. Oh ja, nee, ist klar. Noch mehr Puppen. So, schon wieder Geflüster. Nee, da gehe ich nicht rein. Können wir hier wieder zurück? Hallo? Ich möchte gerne raus aus diesem komischen Gruselding, Puppengedönse. Ach, wir sind wieder im Flur. Wir sind wieder im Flur. Leider, wir sind wieder im Flur. Ob das jetzt besser ist, weiß ich nicht. Hier schon wieder, hier ist noch ein Kind an der Wand, wieder das gleiche. So, und wir sind übergewandelt von Farbe, bunt, Frohsinn, Einhörnern zu Schwarz. Nun gut, ich habe gerade Haare im Mund. Okay, da läuft Farbe aus der Tür. Hier läuft Farbe aus der Tür. Ist undicht. I had the most beautiful dream last night. I dreamt he came to me, embraced me, loved me, as he once did. But we both know that while I dreamed my silly little dream, it was you. It was you he really lusted for. Hä? Hat er die auch noch betrogen oder was? Okay. Wenn ich die aufmache, kommt mir wahrscheinlich so ein Schwall Farbe ins Gesicht. Nicht schon wieder eine Puppe. Nie anspringen. Hä, okay. Schwarzer Mann mit Krakeln. Okay. Was war das? Was war das? Was war das? Wieso wabert das denn noch so? Okay, das waren das jetzt Erinnerungen oder so? Hä? Moment mal, also hier, wir haben ja dieses Parfüm gefunden. Die Frau sagt, ja, hier, oder war vielleicht, ich gehe mal davon aus, das war die Ehefrau. Und sie sagt, ja, sie hat davon geträumt, dass er dann zu ihr kommt und bla bla bla. Und du bist das aber, die sich. Ist das irgendwie Flotter Dreier oder hat er sich an dem Kind vergangen oder was? Dass er die auch unbedingt wiederhaben wollte, war ja Tochter und so. Dass der hier Inzucht und was weiß ich. Bäh. Okay, ganz neue Wendung. Oh, da flackert schon wieder. Bitte nicht anspringen. Wieso habe ich eigentlich die ganze Zeit habe ich Angst, dass mich irgendwas anspringt? Dabei passieren mir ganz andere ekelhafte Sachen.
Hier ist ein Vorhang abgerissen. Ja, nee. Rennen wir da jetzt ganz schnell dran vorbei und nehmen die nächste Tür und hoffen, dass wir da reinkommen. Kommt, kommt, da gehen wir nicht rein. Da, die springt gleich auf oder so. Hallo. Hä? Was war das denn? Okay. Wir sind über die Kerzen gelaufen. Sehr schön. Wieso ist hier die Musik? Okay, wir sind wieder im Haus, im Flur. Oh, ist zu. Also was? Haben wir hier einen Schlüssel vielleicht? Schon wieder Streichhölzer, Telefonbuch. Ja. Oh, Teller. Mal was anderes als Bücher. Wir haben auch mal Teller. Kann man das? Kann man nicht. Okay, hier ist mal eine weiße Tür. Wir hatten noch nie weiße Türen. Normalerweise sind die alle so hell, also so braun. Okay, ist abgeschlossen. Hier schon wieder die beiden Hundis. Hundi ist also doch noch nicht tot. Was bedeuten diese Striche? Hier kann man doch gar nicht rein. Obwohl, hier verändert sich alles so schnell in dem Haus. Vielleicht war da mal eine Tür oder sowas. Okay, da können wir nicht rein. Können wir zurück? Zurück können wir wahrscheinlich auch nicht. Nein, warum auch? Okay, dann müssen wir in die weiße Tür. Ich hätte vielleicht doch mal einmal die draußen gucken sollen. Ich habe immer das Gefühl, wir verpassen die Hälfte, aber so schlimm ist das jetzt auch wieder nicht für mich. Okay, die ist offen. Schon wieder Puppen. Das ist das Kinderzimmer, ne? Das ist das Kinderzimmer. Da waren wir ganz am Anfang mal drin. Hier ist dieser komische Hund. Ja, und die Kackpuppen. Ohne Scheiß jetzt. Die Latüchte war aber nicht an, ganz am Anfang, ne? Die da hinten war an. Okay, da passiert doch was, wenn wir da reingehen. Das sieht alles so hell und freundlich aus, dem traue ich nicht. Das Schaukelpferd stand woanders. Da sitzt auch schon wieder so eine Puppe. Und dieses Teil hier, ich meine, dieses Teil stand hier gar nicht, ne? Und dieses, die Lampe oben haben wir gar nicht angekriegt. Hier war so ein Nachttopf oder ja, Teller irgendwie drin, das weiß ich auch noch. Und hier so eine Rassel, hier lag so eine Rassel, meine ich. Okay. Kind ist nicht da. Gott sei Dank. Das ist irgendwie, ist das zu harmonisch und verstörend. Harmonisch und verstörend. Hm. Teddys. Können wir das drehen? Dreh mal. Ich auch. So, kurbeln. Also so ein Springteufel, ne? Der springt bestimmt gleich raus. Ohne Scheiß, jetzt der springt gleich raus. Hä? Ich kann nicht weiterdrehen. Gleich, wenn wir uns umdrehen, dann macht der Pöpp. Pöpp vor allen Dingen. Okay, hier sind schon wieder Wachsmalstifte. Hier war doch auch irgendwo eine Eisenbahn oder sowas, ne? Kackpuppe.
Ja, hier war ein. Oh. Was war das? Ein Schlüssel? War das ein Schlüssel? Ah, hier war die Eisenbahn, wollte ich gerade gesagt haben. Da machen wir nicht aus. Jo, wir haben so ein Schlüssel. Passt da vielleicht draußen? Können wir raus? Ist ja schon ein Wunder, dass alles hier noch offen ist. Können wir, hier unten war doch versperrt. Können wir hier mal wieder zumachen? Okay, macht er nicht. Obwohl das ist. Ist kein normaler Schlüssel, ist ein Aufziehschlüssel. Hier vielleicht? Nee. Können wir hier das vielleicht? Das hat ja auch nicht funktioniert. Kann man aber nichts mehr machen. Hä? Hier an der Latüchte? Da können wir auch nicht. Die konnten wir mal aus- und anmachen. Können wir aber auch nicht mehr. Deckenbeleuchtung. Ist denn hier eigentlich der Lichtschalter für die Deckenbeleuchtung? Weiß auch keiner, ne? Was können wir denn hier, was können wir denn machen mit dem Schlüssel? War hier noch irgendwas? Hier den Brummkreisel können wir auch nicht anmachen. Schaukelding. Okay. Mal hier die Katze oder so was aufziehen. Puppenhaus ist auch immer sehr beliebt. Nee, auch nicht. Irgendeine Puppe vielleicht? Ja, die sehen alle sowas von gruselig aus, ne? Teddy. Können wir auch nicht. Oh, hier. Dreifachausgabe von dem Panda-Buch. Alles super. Ja. Und nu? Können wir hier oben? Da wird ein bisschen schwindelig von, wenn man da so dran guckt. Was können wir jetzt machen? Können wir hier? Können wir das umstoßen vielleicht? Da, da ist was. Habe ich gar nicht gesehen. Ach, schon wieder so ein Gemälde. Flauschige Fälscher lachen über mich, liegen still zwischen Spielsachen, kein Spielzeug erlaubt. Liegen still zwischen Spielsachen, kein Spielzeug erlaubt. Okay, heißt das, irgendwas muss zwischen den Spielzeugen sein. Wofür wir auch diesen Schlüssel brauchen. Da ist schon wieder so ein Domino-Ding. Die Katze ging auch nicht, ne? Nee. Hier ist leer. Haben wir eine Schublade, irgendwas? Können wir nicht so und aufmachen, machen wir ganz auf. Ist war auch nichts drin. Nee. 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 Hier ist auch nichts drin. Können wir halt vorstellen, hier an dem Kasten, weil wir da dran gedreht haben. Und normal springt ja da so ein Teufelchen raus oder so, ne? Ist doch so ein Kasten. Aber da können wir nix. Ich kann da nix. Puppe aufziehen. Kann ich nix machen. Hier drin irgendwie. Ist auch nix drin. Jo, gut. Dann. Hier lag, glaube ich, auch so ein komischer Soldat.
Oh, hier ist auch nicht mehr. Können wir mal wieder zumachen. Hier unten war auch nur der Teller, ne? Na. Nur der Teller, okay. Können wir in das Bett? Können wir hier... Moment. Können wir hier hoch und dann in das Bett? Hüpf. Nein. Auch nicht. Und hier liegt auch nirgendwo was. Hier liegt noch... Ah, Moment. Hier liegt noch eine Kinderzeichnung. Okay. Da haben wir wieder dieses Glück. Also das Mädchen mit der Mutter. Gehen draußen fröhlich spazieren. Alles super. Und das wird wahrscheinlich der Vater sein, der Maler, der in seinem dunklen Zimmer da irgendwie malt. Und die sind getrennt voneinander irgendwie. Ne? Hier ist so eine dicke, fette Linie. Das heißt, das Kind war bei dem Vater auch nicht glücklich. Deshalb das Jugendamt, was ihm die Kleine weggenommen hat, die hatte wohl schon ganz recht. Also, ne? So wirklich gut war das nicht für das Kind. So, aber ich weiß immer noch nicht, was wir hier machen können. Nicht nur die Bibel. Oh. Können wir doch was machen. Können wir das jetzt auch aufziehen oder so? Oh. Okay, ich bewege mich nicht. Jetzt wird rosa. Nee, schön. Okay, jetzt fängt alles an zu leben, oder was? Ah, jetzt haben wir auch den Sprungteufel da hinten. Was macht denn der? Okay. Oh nö. Das Fenster muss auch mal repariert werden. Ah, die Puppen schon wieder. Ja, nee. Mach ich auch bald. Mutter, Vater, Kind. Mutter sitzt im Rollstuhl oder was auch immer. Vater ist platt, Kind weint. Hush, little baby, the night is stark. Stark? Was ist... Aha! Stars fade above you, the room goes dark. Der Raum wird... Mama used to come to took you in. Die Mama kommt und nicht ihr, also, ne? Now she's nowhere to be seen. Ja, nee, ist klar. Okay, es hat wieder aufgehört. Die Tür ist auch zugegangen. Also die Mutter... Also ich konnte das gar... Ja, nö. Die Puppen sind weg. Alter, die Puppen sind weg. Und hier, ne? Brauche ich nichts zu sagen. Auf dem Tisch gesessen oder was? Oh, jetzt liegt da was im Bett. This was a special brush. Like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Ja, nee, ist klar. Wir haben jetzt Haare von dem Kind und wollen daraus einen Pinsel machen. Ernsthaft, der hat sein Kind auch noch missbraucht. Also, ne, die Story wird ja immer lustiger. Da fragt man sich doch, wo hat er denn Blut, Knochen und Haut her? Wenn er jetzt schon die Haare vom Kind hat. Thank you.
jetzt hier wieder bitte raus? Alter, das Spiel macht mich fertig. Das war der gleiche Schocker, den hatten wir schon mal. Also, ne, mit irgendwie so Bild vor der Tür. Scheiß Spiel, ey. Echt, ey. Kannst mich mal kreuzweise. So eine Scheiße. Okay. Wir sind wieder im Raum des Malers. Gott sei Dank. Ich hoffe, dass wir hier echt safe sind. Aber hier bröckelt es auch schon. Jetzt sind hier die ganzen Puppen drin. Ganzen Puppen, da liegt ein Berg voll Puppen, 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 überall Puppen. Oh Gott, ey. Und jetzt haben wir auch diese Latüche, die hier stehen. Ganz herrlich, allerliebst. Allerliebst. Okay. Oh, ach so, wir hatten ja Bilder gefunden. Die beiden hatten wir auch gefunden. Schön, schön. Schön. Ich habe viel mehr gefunden, Leute. Ich weiß nicht warum, weiß nicht, was man hier noch finden kann, aber hier ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Finde ich nicht in Ordnung vom Spiel. Ja. Ja. So, aber hier so eine Zeichnung hatten wir noch gefunden. Ne, die war alt mit den Händen. Mit denen, die waren da irgendwo im Keller. Ich glaube, das da, die hatten wir gefunden. Ach, nun gut, so, jetzt ist das, jetzt aber wahrscheinlich das letzte Stück dafür. Hier können wir noch mal einmal diesen Brief. Der muss ja jetzt auch weitergehen. Ich hasse selbst jetzt. Verloren, alleine, hoffnungslos. Du bist immer alleine gewesen. Du wirst immer. Hoffe, ein schwerwiegender Fehler, beende es. Wer hat das denn geschrieben? Hat das die Frau für ihren Mann geschrieben? Und was ist da jetzt so langsam? Wird es ja doch ein bisschen sehr lustig, was da so passiert ist. Ob der seine Frau da extra umgebracht hat und gone. Ja, geh. Habe ich vor. Wir müssen nur eben kurz das Haar da benutzen. Ob der seine Frau absichtlich irgendwie da verbrannt hat oder was, damit er an die Tochter drankommt? Okay, wird immer besser. Oh, okay, nee, jetzt sieht man schon, dass das ein Mensch wird. Ist das ein Selbstporträt? Wird das vielleicht ein Selbstporträt von uns? Wie er sich sieht oder was? Oder keine Ahnung? Dass er halt so geistig ein bisschen einen Vogel und so hat? Wird das vielleicht, sind das wir? Boah, das Auge sieht... Das sieht echt so aus, als ob uns das angucken soll. Also ich bin echt auf das Gemälde mal gespannt. Das sieht jetzt schon, sieht abgefahren genial aus, muss man mal sagen. Und ja, der Pinsel hat es ja wohl gebracht. Also sieht schon besser aus als vorher. Ja, hier ist auch, da ist auch schon Farbe und hier und da und bla und blub. So, meine Lieben. Aber ich würde sagen, für heute reicht es. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Viermal haben wir gemacht. Zweimal müssen wir noch. Zwei Sachen müssen wir noch finden. Wir haben Haut, Blut, irgendwas, Knochen und Haare gefunden. So, Moment, wir können hier nochmal lesen. Ah nee, das hatte er ja vorgelesen. Ich hätte jetzt gerne nochmal gelesen, was direkt an der Wand stand. Wo wir da drauf saßen, sich das gedreht hat, was da stand. Irgendwas mit Mama in the Dark und bla und sowieso. Ja. Gut. Können wir nicht, wollen wir nicht, haben wir nicht. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen. Lasst mir gerne einen Daumen für alle Videos da. Schreibt mir wie immer gerne einen Kommentar. Und ja, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüssi.